Ratssitzung am Sonntag? Ratssitzung am Sonntag, was halten Sie von der Idee? Was halten Sie denn davon? Totaler Unsinn. Also von Ratssitzung am Sonntag halte ich gar nichts. Ach, das ist ein netter Versuch. Soll ich das begründen? Nein, wir versuchen es mal. Ratssitzungen am Sonntag abhalten als Spaßprogramm für die politisch interessierte Öffentlichkeit. So oder so ähnlich klingt der Vorschlag der Partei Die Linken, die gestern gemeinsam mit allen anderen Parteien an einer Sondersitzung teilnahm. Was erstmal seltsam klingt, hat folgenden Hintergrund. Die Ratsmitglieder kamen zusammen, um über einen kurzfristigen Antrag zu entscheiden. Das Gladbacher City-Management hätte gerne zum Stadtfest am 8. Oktober einen Sonntagsverkauf. Ein Fall für Torben Schulz, dessen Partei sich bereits in vielen Abstimmungen davor gegen eine Erlaubnis ausgesprochen hatte. In der gestrigen Sondersitzung stellte er deshalb den Antrag auf Ratssitzungen am Sonntag. Ja, wir glauben einfach jetzt, wo der Rat immer wieder zeigt, er möchte ganz gerne, dass die Mitarbeiterinnen im Einzelhandel sonntags arbeiten. Da soll der Rat dann doch selber auch vorbildhaft vorausgehen und auch selber sich mal am Sonntag hier hinsetzen, weil dann deutlich mehr Leute auch Zeit haben, da hinzukommen. Allerdings müssen wir auch eins einräumen, wir werden unserem eigenen Antrag nicht zustimmen. Halt, Moment, verstehe ich das also richtig? Ihr stimmt also gegen euren eigenen Antrag? Weil wir ja nicht wollen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung sonntags arbeiten. Aber wir geben den anderen Fraktionen wenigstens mal einen Anlass, über ihr eigenes Handeln nachzudenken. Mit Ausnahme vielleicht an einem Tag, wo Karneval ist, sollte man schon sehen, dass man sich mit ernstzunehmenden Themen auch in ernsthaft gebotener Weise im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, die eigentlich einen Anspruch darauf haben, weil sie uns ein Mandat erteilt haben, eben halt auch beschäftigen. Das ist ein Klamauk-Antrag, der hat hier nichts zu suchen. Also ich denke, Rat ist ein doch sehr seriöses und wichtiges Gremium einer Stadt. Ob das der Ort für Späße ist, da mache ich mal ein großes Fragezeichen hinter. Also ich glaube, es geht grundsätzlich an der Stelle für uns nicht um eine ideologische Diskussion, sondern man muss sich die Rechtslage klar machen. Und die Rechtslage sagt deutlich, im Mittelpunkt eines verkaufsoffenen Sonntags muss der Festcharakter stehen. Und das sehen die Kritiker hier nicht bestätigt. Zum Stadtfest plant das City Management eine Motorradshow mit Hochseilakrobatik auf dem Sonnenhausplatz. Das solle mehr Besucher zum Fest als in die Geschäfte ziehen. Deshalb haben wir auch der Beratungsvorlage nicht zugestimmt, weil wir relativ deutlich den Nachweis führen konnten, dass nicht der Festcharakter die Menschen in die Stadt holt, sondern im Grunde nach die Ladenöffnungszeit. In dem Fall sehen das CDU, SPD und FDP anders und begründen es neben dem Imagegewinn für Mönchengladbach so. Aus unserer Sicht ist das durchaus wünschenswert, dass verkaufsoffene Sonntage sowohl in den Stadtteilen als auch in den beiden Innenstadtbereichen stattfinden. Also ich glaube, der Wettbewerb zwischen Onlinehandel und Präsenzhandel ist relativ hart und so gesehen durchaus berechtigt, wenn der Präsenzhandel sagt, wir wollen eine solche Einrichtung haben. Ein paar Mal im Jahr, glaube ich, ist das erträglich für alle. Das Ende vom Lied bei dieser Sitzung, der verkaufsoffene Sonntag am 8. Oktober, ist mit 11 Gegenstimmen genehmigt. Und ob die Gladbacher Bürger in Zukunft doch noch nach dem Sonntagsshoppen zur Ratssitzung gehen können, wir lassen uns überraschen.